Hallo und willkommen zurück zu Material Energy Hypercubed mit Das Flip. Die heutige Folge ist kurz, das seht ihr schon, wenn ihr das auf YouTube guckt. Der Grund ist folgender, das hier ist ein kurzes Update bezüglich dessen, was ich gerade bei diesen Endgame-Quests mache, die so unglaublich zeitintensiv sind und materialintensiv und die ich deshalb vor allem offscreen mache. Jetzt aber ein kleines Update dazu, was so zwischendurch passiert ist. Zum Zwischenstand hier oben, beziehungsweise keinen Zwischenstand. Ich habe jetzt 32 Triple Compressed Theobromine. Wir können also die letzte Quest in der allerersten Questline abschließen. Mittlerweile bin ich dabei, Triple Compressed Cookie Seeds zu ernten. Die habe ich neu synthetisiert. Dafür brauchte man 32 Triple Compressed Cookies. Und nun werden hier drin massig Triple Compressed Cookies hergestellt. Ich habe vor, diese Triple Compressed Cookie Farm absolut wahnsinnig auszuweiten und dann dort hinten anzuschließen, um dann die Quest beenden zu können, für die wir diese 50 Octuple Compressed Cookies brauchen. Das ist machbar, wir werden aber extrem aufrüsten dafür, das wird aber heute nicht mehr geschehen, weil meine Zeit schon erschöpft ist. Ich habe viel offscreen gearbeitet in dieser Map. Heute. Okay, das läuft noch, weil ich diese Triple Compressed Cookies habe, aber wir können das Triple Compressed Theobromine jetzt direkt abschließen und damit eine weitere dieser Endgame-Quests loswerden. Dafür kommt hier ein Universal Seed rein und hier drüben das Triple Compressed Theobromine. Wir können infusen und wenn das fertig ist, können wir mit dem Ergebnis, dem Triple Compressed Theobromine, eine weitere Quest abschließen. Dieser Seed mit dem Triple Compressed Theobromine bringt uns herzlich wenig, denn aus Theobromine können wir nur Kakao herstellen und Kakao habe ich über meine Farm dort oben im Überdruss. Also macht es keinen Sinn, Theobromine zu verwenden. So, jetzt habe ich genug gesabbelt, dass dieser Prozess hier fast rum ist. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Triple Compressed Theobromine Seed. Quest, komm zu mir. Lost in Space. All Quests complete. Endlich. Wir bekommen 6 Triple Compressed Cookies, das ist schön, und 5 weitere Triple Compressed Theobromine Seeds, die wir, wie gesagt, nicht brauchen können. Hinfort mit ihnen. Aber diese Cookies können wir natürlich gern gebrauchen. Hier hinten. Die packe ich direkt wieder hier rein mit dem ganzen Triple Compressed Zeug, das ich aus meiner Farm schon geholt habe. Dadurch haben wir schon 6 Septuple Compressed Cookies, also es wird. Aber wie gesagt, ich werde das noch enorm ausweiten. Was gibt's noch zu sagen? Wir haben hier drin 3 Stacks Legendary Reward Bags. Ich habe das mal zwischendrin so aufgesetzt gehabt, wie man sieht's hier. Hier steht der Autonomous Activator noch dahinter. Ich habe den so eingestellt, dass er das Ding aberntet und dann einfach die Shards, die daraus entstehen, komplett löscht und nur die droppenden Legendary Reward Bags selber dann in diese Kiste hier leitet. Und das hat gereicht, um sie stackweise zusammenzukriegen. Die Quest Rewards waren ziemlich cool teilweise, also das hier ist ein Teil davon. Ich habe jetzt massig Enderflux Crystals, also falls wir jemals wieder Extra Utilities Zeug herstellen wollen, ja, das geht ultra schnell, wenn wir wollen. Eine andere Sache, ich habe ein paar interessante Waffen bekommen. Wir haben zum Beispiel noch nie Javelins ausprobiert von, ich glaube, man spricht das so aus, von Tinker's Construct. Die kann man werfen, das sind Speere und die kann man auch schön wieder einsammeln. Und diese hier haben ganz ordentlich Schaden drauf. Außerdem habe ich über die Quest Reward diesen, ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht, der hier steht, S... hoch 2, also S-cubed, nee, das ist noch nicht mal cubed, S-cubed ja hoch 3, egal. Aber eine bestimmte Waffe mit Namen, die hat auch RF drauf, die ich aber aus irgendeinem Grund nicht aufladen kann. Ich habe das schon probiert. Ich glaube, ich habe es auch hier schon versucht. Ach, hier geht es jetzt auf einmal. Okay, man kann ihn also doch aufladen. Mit dem Wireless Charge hat es nicht geklappt. Und dieses Ding macht 33 Attack Damage. Das ist tatsächlich noch mehr als meine Pahimars Pan hat, also so richtig ordentlich viel. Aber auch das Ding One-Hitted Enderman noch nicht. Ich habe es nicht mit einer Strength Potion versucht, aber vielleicht klappt es mit so einer sogar. Das ist aber hinfällig, denn auch die Enderman-Quest habe ich absolviert.
Deshalb seht ihr in meinem Inventar hier auch die Waffe Das Ender, also The Ender. Den hatte ich schon, den habe ich mal kurzzeitig oben bei meiner Mob-Farm installiert gehabt, weil der mit dem Wireless Charger aufladbar ist. Dann haben wir aber da eine Waffe bekommen, die nicht zerstörbar ist. Seitdem verwende ich die. Dieser The Ender, wie bin ich drauf gekommen, den zu benutzen? Der ist ja gar nicht so stark. Die Sache ist die meisten Verluste hier drin hatte ich, indem die Endermen sich wegteleportiert haben, nachdem ich sie einmal geschlagen hatte. The Ender hat die praktische Eigenschaft, dass sich Endermen, die man einmal damit getroffen hat, nicht mehr teleportieren können. Und in Verbindung mit Strength Potions, beziehungsweise ich habe dann diese Jeweled Apples genommen, die geben mir nicht nur Respiration und Regen, sondern die geben mir obendrein auch noch Stärke. Und damit konnte ich dann mit dem Ender die Endermen 2 hitten. Und naja, nachdem sie sich dann nicht mehr wegteleportieren konnten, war das ein relativ effizienter Prozess. Ich habe also wirklich 100% der Endermen auch gleich tot gekriegt. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich weiß es selber nicht und ich will das auch selber nicht wissen. Aber ich habe diese 5... Wie viele Endermen waren das? Killing Task. Ja, 1000. Ich musste 1000 Endermen killen, das habe ich gemacht. Wir bekommen 5 Reward Bags. Legendary Reward Bags, yep. Also die, von denen ich da oben 3 Stacks habe. Freue ich mich total drüber. Aber diese Quest haben wir jetzt auch absolviert. Das heißt, wir sind auch im Bereich Lost in Time weitergekommen. Das ist jetzt die einzige Questline, bei der ich noch weitermachen werde. Bei den Secrets weiß ich nicht, wie man hier weiterkommt. Nicht mal Internetrecherche hat mir geholfen zu finden, welche Secrets noch in dieser Welt versteckt sind. Wenn ihr mir sagen könnt, wie ich noch mehr von diesen Secrets finden kann, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde diese Map wirklich gern zu 100% durchspielen. Alleine schon aus Ehrgeiz, weil es mein erstes Modpack ist und ich eigentlich wirklich den Ehrgeiz habe, das 100% überall durchzukloppen. Deswegen investiere ich auch so viel Zeit hier, zum Beispiel bei Lost in Time. Charcoal hatten wir noch. Wir brauchten diese 900.000 Charcoal, um 100.000 Charcoal-Blöcke zu machen. Ich habe mittlerweile tatsächlich genug Oakwood gehabt. Wenn wir reinschauen, Oakwood, haben wir hier über 1 Million Oakwood. Also mehr als genug dafür. 900.000 waren gefragt. Dann ist natürlich nur noch das Problem, das Zeug auch in Charcoal umzuwandeln, also zu verbrennen, beziehungsweise zu verbrennen, ja, kann man so sagen, in einen Ofen zu werfen. Ihr seht gerade schon, das hier ist noch eine andere Geschichte, da kommen wir gleich dazu. Das geschieht einfach hier drin. Hier habe ich einen voll augmentierten Redstone Furnace, in den ich mit ebenfalls voll hochgerüsteten Import- und Export-Bassen den hier hinten habe ich gar nicht aufgerüstet. Ach stimmt, das liegt daran, dass ich festgestellt habe, dass die eh schnell genug sind. Nun, hier drin laufen also die ganzen Oakwood-Dinger durch und wir haben mittlerweile, wie viel haben wir wohl schon von dem der Charcoal? Wir brauchen 900.000, ich habe noch lange nicht genug, das weiß ich. Ah ja, es sind immerhin 7.000. Es läuft zügig, ich habe auch einen Torcherino davor stehen, der die Geschwindigkeit von dem Ding verdoppelt oder verdreifacht, sodass die Energie nicht komplett alle geht darin. Also auch darin komme ich voran zum Update in dem Bereich. Aber es dauert halt noch ein bisschen. Dann seht ihr, ich habe hier ordentlich Minecam aufgerüstet. Das liegt daran, ihr seht es hier drin, dass ich dieses Blackstained Glass versucht habe, über Minecam komplett herzustellen. Also habe ich wieder Inksacks zerlegt, um Carbon Black zu bekommen und habe aus Sand Silicon Dioxide hergestellt. Das Problem ist nur, dieser Prozess frisst so viel Energie, dass ich ihn nicht aufrechterhalten kann. Es ist unmöglich. Ich habe dieses Ding hier, diesen Dimensional Transceiver, auf Chemiestrom gestellt, also auf den großen Reaktor. Und viel mehr Power bekomme ich gar nicht her. Also ich weiß nicht, wie ich das Ding füttern sollte, da die Conduits, also die Energieleiter, halten da gar nicht mit. Deswegen habe ich beschlossen, ich lasse hier nur noch durchlaufen, was ich schon habe. Deswegen habe ich hier auch einen Export-Bus und kein Interface. Hier kommt also alles Silicon Dioxide und alles Carbon Black rein, das ich habe. Was übrig bleibt, wandle ich dann wieder um. Ich glaube, ich habe mehr Carbon Black, als ich brauche. Das mache ich dann einfach wieder zu Inksacks und verkrafte das dann mit Glas. Ja, und beim Glas sind wir jetzt. Das ist der letzte Punkt auf meiner Liste, glaube ich. Ich hatte festgestellt, dass das unfassbar lange dauert. Ihr müsst euch vergegenwärtigen, wir brauchen 1 Million Glas. Oder?
Moment, lass mich nicht lügen. Ich glaube schon, dass es stimmt. Genau. Wir brauchen ein Achtel. Ja, wir brauchen 1 Million Glas. Lasst es mich nachprüfen. Dass ich hier auf keinen Fall was Falsches erzähle. Nein, es stimmt. Wir brauchen 1 Million Blackstained Glass. Dafür brauchen wir 1 Million Glas und 125.000 Inksacks. Inksacks habe ich noch so einige. Also das hat funktioniert. Ich bin dann dazu übergegangen, die nicht mehr nur abzufarmen über die Squid Mothers, sondern tatsächlich über Minecam da dran zu gehen. Es gibt ein Rezept, dieses Zeug herzustellen. Ups, geht schevelend. Wo habe ich dieses Rezept denn drin gehabt? Ist ja auch egal. Also man kann Inksacks auch synthetisieren und zwar aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. CH2O war es, glaube ich, dieses Carbon Black immer eben. Aber wie gesagt, Minecam hat sich als der falsche falsche Weg erwiesen, weil viel zu energieintensiv, das war nicht aufrechtzuerhalten. Wie bin ich also weiter vorgegangen? Ich habe beschlossen, ich mache das mit den Inksacks und mit dem Glas getrennt und stelle Glas selber her. Ja, für Glas muss ich Cobblestone grinden, um Sand zu erhalten und den dann braten. Wir können eigentlich diese Teile ab da vernachlässigen, das ist nur redundant, also das ist einfach diese Einheit hier noch 1, 2, 3, 4, 5 mal mehr. Ich habe hier auch kein Interface verwendet, sondern nur einen Export-Bus, der Cobblestone in diese Strongbox hier schickt. Aus dieser Strongbox wird der Cobblestone rausgezogen und landet jeweils in diesen Pulverizern. Die Pulverizer zerlegen das Zeug zu Sand und zu Gravel. Der Gravel ist sozusagen ein störendes Nebenprodukt, wird hinten abtransportiert und getrennt im E-System zurückgeführt. Und der Sand wird dann immer nach rechts zum anschließenden Redstone Furnace weitergeleitet. Und das Endergebnis, das Glas, dann hier über diese Leitung zurück in diese Kiste und von da aus über einen Import-Bus zurück ins ME-System. Das sorgt dafür, dass ich verdammt schnell Glas bekomme, denn diese Maschinen, die ihr hier seht, sind alle komplett augmentiert auf Geschwindigkeit. Das heißt, ich habe hier 6 komplett upgradete Sets von Pulverizern und Furnaces. Ihr seht, ich habe da teilweise Reinforced-Geräte gebaut, weil es für die Resonant-Geräte nicht mehr gereicht hat. Denn für die brauche ich ja in diesem Modpack leider Octadic Capacitors, die ich mit Minecam herstellen müsste und nö. Deswegen habe ich dann irgendwann nur noch Reinforced-Geräte gemacht, die konnte ich machen und auch hier bekomme ich diese 3 Augmentierungen unter, wenn ich den Redstone-Circuit, den eingebauten, rausmontiere, den ich hier wirklich nicht brauche, denn die Geräte sollen durchlaufen. Also Cobblestone rein, Glas und Gravel raus ist der Prozess hier. Das sorgt dafür, dass ich sehr viel Glas bekomme tatsächlich, aber ja, jetzt sind's, vorher waren es noch 20.000, also es sind schon 10.000 seitdem, aber diese irre Zahl von 1 Million ist leider trotzdem immer noch weit weg. Also viel schneller geht's nicht. Ich könnte das Ganze hier noch 3-mal bauen, aber der Rohstoffverbrauch, der da gegeben wäre und das Minecam, was ich betreiben würde, das ist mir den Aufwand nicht wert. Ich lasse das so stehen und das dauert eben ein bisschen, aber damit muss ich leben. Ich mache das hier auf die langsame Art, glaube ich, in häufiger Hinsicht. Gut, gibt es sonst noch was zu sagen in diesem Update? Was steht denn noch vor uns? Wir müssen eben dieses Black Glass noch machen und die Charcoal, beides läuft. Charcoal wäre es vielleicht sinnvoll, noch mehr Öfen hinzustellen, mehr Redstone Furnaces, aber schauen wir mal. Sobald das hier durch ist, könnte ich natürlich die Öfen, die ich hier stehen habe, auch noch für die Charcoal verwenden. Wenn es so rausläuft, mache ich das. Die Cookies, wie gesagt, laufen. Ich werde noch einen automatischen, beziehungsweise wie gesagt, ich werde diese Sache noch so upgraden. Wenn ich dieses Ding hier wegschlage, bekomme ich 2 Seeds dafür. Das werde ich so oft machen, dass ich eine Menge Seeds habe. Dann werde ich eine aberwitzige Menge Autonomous Activators bauen und dann ein zweites Feld mit diesem Power Soil über dieser Farm hier anbringen, auf dem ich dann diese automatischen Erntemaschinen sozusagen, die Autonomous Activators, draufsetze mitsamt diesen Seeds. Und dann werde ich auch diese Shards, die da rauskommen, voiden und nur noch die Triple Compressed Cookies selbst verwenden. Das wird eine aberwitzige Konstruktion, für die mir heute leider die Zeit gefehlt hat. Ich habe morgen eine Klausur, Leute. Ich habe eh schon viel zu viel gezockt heute hier. Mir geht aus, was ich zu sagen habe.
Deswegen werde ich an der Stelle die Folge beenden. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet und euch überfordert. Mir fällt eine Sache ein, die ich euch noch zeigen will. Ich habe nämlich doch endlich mal kapiert, was es mit diesem AI-Zeug auf sich hat, was die einzelnen Teile bedeuten. Ich glaube zumindest, ich habe es kapiert. Nämlich jeder dieser Blöcke hier, also jeder isolierte Block aus Interfaces und Molecular Assemblers, kann für sich laufen. Ich kann also 1, 2, 3, 4 Crafting-Prozesse nebeneinander laufen lassen. Also verschiedene Rezepte. Dann ist noch diese Rolle dieser Crafting Storages und Co-Processing Units, wie viel von dem Einzelnen ich herstellen kann oder insgesamt. Deswegen habe ich hier hinten eine zweidicke Wand von 64K Crafting Storages und Co-Processing Units gebaut, weil ich eben in diesen Crafting-Prozessen hier für diese Million Glas habe ich dann eben 100.000 Glas auf einmal beauftragen können. Damit und mehr ging dann trotzdem nicht mal mit dem Bausatz dort hinten. Also selbst damit gehen nicht viel mehr als 100k von einer von einem Crafting-Rezept. Deswegen, um das komplett zu automatisieren, habe ich eben einfach gesagt, okay, ich habe unendlich viel Cobblestone, dann leite den Cobblestone hier rein und dann in den in die Öfen und dann nimm es einfach wieder zurück ins System. Deswegen habe ich das eben über Export- und Import-Buses gemacht. Habe ich eigentlich unendlich Cobblestone? Ich glaube, den müsste ich eventuell auch nachcraften lassen. Denn automatisch zerlegt es mir den nicht. Ich habe noch 75k. Okay, das ist eine Menge, aber nicht genug. Das heißt, ich denke, ich werde mal einfach noch eine Menge Cobblestone grinden müssen. Beziehungsweise nicht herstellen müssen. Und dafür muss ich dann eben komprimierten Cobblestone zerlegen. Aber das bekomme ich hin. Ich kann ja Cobblestone einfach mal... Probieren wir das eben mal. Ja, funktioniert. Ich kann 100.000 davon auf einmal in Auftrag geben. Das sollte recht fix gehen, weil dafür einfach nur Octuple Compressed Cobblestone letztendlich zerlegt wird, bis runter in einfachen Cobblestone. Das sollte jetzt hier drin passieren. Und wenn wir hier hinten drauf gehen, sollte es uns das auch anzeigen. Genau. Ja, also, ihr wisst, was hier noch an Arbeit ansteht für mich. Eine furchtbare Menge Zeug. Ich werde versuchen, dass... Also, mein Plan ist wirklich, dass ich so schnell wie möglich jetzt mit dieser Map fertig werde, denn ich will eine neue anfangen. Und dafür will ich halt richtig ranklotzen. Ich hoffe, dass ich es in der nächsten Folge schaffe, alles, was noch aussteht, abzuschließen. Auch diese Million Blackstained Glass. Drückt mir die Daumen. Ich werde meinen Computer, solange es nicht allzu heiß ist, nebenher laufen lassen, damit diese Crafting-Rezepte weiterlaufen. So lang dauert dieser ganze Käse. Aber ja, damit sollte ich das dann hoffentlich bis zum nächsten Mal schaffen. Und dann können wir eine neue Map anfangen, ein neues Modpack, das wäre schick. Diese Fässer hier habe ich übrigens von oben runter geschafft, die Bedrockium Drums. Was mehr ist als das letzte Mal, liegt einfach an den Legendary Reward Bags. Darüber habe ich auch furchtbar viele Fässer bekommen. Wo ist das? Hier. Ich habe 2 Bedrockium Fässer flüssiges Yellorium. Also wir werden niemals... uns wird niemals der Brennstoff für die Reaktoren ausgehen, zumal ich auch über die Legendary Reward Bags Blöcke von Yellorium bekommen habe. Hier, 800. Also wir brauchen echt nicht mehr auf Effizienz zu gehen. Drum läuft der Große auch, um das alles anzufeuern. So, und ich laber ja doch immer weiter. Was soll denn der Käse? Genug des Updates. Macht's gut, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das nächste Mal werden wir hiermit fertig und dann schauen wir doch mal, was als nächstes losgeht. Ich werde mir irgendein schickes neues Modpack raussuchen. Was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn ich ein Modpack ohne, ohne Hardcore-Questing-Mod spielen würde? Also ohne Quests, wo ich einfach nur selber bauen würde. Denkt ihr, das würde Sinn machen? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich tendiere dazu, wieder ein Modpack mit dem Buch, mit dem Questbook zu machen, weil das einfach nicht so viele andere tun. Naja, wie auch immer. Blablabla. Macht's gut. Ciao. Danke fürs Zusehen. Und bye bye. Ganz wichtig.